Hallo und herzlich willkommen zurück bei Topvergleich. Heute geht es um die drei besten Terrassen- oder Balkon-Heizstrahler. Dafür haben wir uns die drei beliebtesten Modelle aus drei verschiedenen Heizstrahlerarten herausgesucht. So lernt ihr eventuell noch eine Heizstrahlerart kennen, die ihr vorher noch nicht kanntet, die aber vielleicht doch besser für euch ist als die geläufigen Geräte. Apropos geläufige Geräte, fangen wir gleich mal an mit dem ersten Heizstrahler von der Firma Wasnair. Und hier handelt es sich um einen herkömmlichen Standheizstrahler, welcher mit einem Standfuß und einer Säule kommt, in der der lange Infrarotstrahler integriert ist. Dieser Standheizstrahler kommt mit 2300 Watt Leistung und ist in vier verschiedenen Stufen einstellbar, sodass er nicht immer auf voller Leistung laufen muss, sondern wie gesagt auch in drei anderen niedrigeren Stufen einzustellen ist. Die Regulierung der Heizstufen kann dann über einen Drucktaster am Gerät selbst oder mittels der mitgelieferten Fernbedienung erfolgen. Mit der effizienten Infrarotheiztechnik werden direkt Objekte in der Umgebung angestrahlt, sodass diese effektiv erwärmt werden und keine Hitze verloren geht. Beim Wasnair-Gerät ist vor allem sein schmales Design hervorzuheben. Außerdem wiegt er nur 3,3 Kilogramm und ist ziemlich platzsparend und auch durch sein schwarzes, schlichtes Modell ziemlich unauffällig. Beziehungsweise je nachdem, wie er in die Einrichtung reinpasst. Man kann hier bei diesem Heizstrahler zwischen drei verschiedenen Farbvarianten wählen: Schwarz, Weiß oder Silber. Mit seinen 1,11 Meter kann das Gerät ganz gut am Boden und damit perfekt auf Sitzhöhe oder perfekt zum Stehen dann zum Beispiel auch auf einem Hocker oder einer sonstigen Erhöhung platziert werden. Wer Angst hat, dass dieser Heizstrahler unsicher sein könnte und Probleme bereitet, wenn er zum Beispiel einmal umgeworfen wird, muss sich hier überhaupt keine Sorgen machen. Das Gerät besitzt nämlich erstens einen Überhitzungsschutz, dass es sich also automatisch ausschaltet, wenn es zu heiß läuft, und einen Umkippschutz, dass das Gerät also erkennt, wenn es gerade umkippt und sich dadurch automatisch selbst ausschaltet. Als Zusatzfunktion dient hier auch noch das LCD-Display an der Vorderseite des Geräts, welches uns jederzeit die aktuell eingestellte Stufe anzeigt. Ja, wie schon gesagt, ein Standard-Stand-Heizstrahler mit der Firma Wasnair macht man bei diesem Modell auf jeden Fall nichts falsch, sowohl was die Optik als auch die Leistung oder Sicherheit angeht. Allerdings würden wir euch gerne auch noch zwei weitere Heizstrahlerarten vorstellen. Das nächste Modell ist von der Firma Kesser und hier handelt es sich um einen Stativ-Heizstrahler. Der Heizstrahler kommt, wie der Name schon sagt, auf einem Teleskopstativ und ist horizontal angeordnet. Bedeutet, die Wärme kommt hier vor allem horizontal und nicht vertikal auf und zu, denn bei der Höhe können wir mittels des Teleskopstativs ja hier die gewünschte Höhe einstellen. Das geht ganz einfach, indem wir das Stativ hoch oder runter fahren. Man kann das Modell aber auch ohne Stativ zum Beispiel an einer Wand befestigen. Und zwar in und auch outdoor. Das Gerät ist nämlich korrosionsbeständig und auch spritzwassergeschützt. Das Besondere bei diesem Gerät ist, dass es nochmal 200 Watt stärker ist als der eben vorgestellte Standheizstrahler. Nämlich besitzt er eine maximale Leistung von 2500 Watt. Diese kann man in drei verschiedenen Stufen mittels der mitgelieferten Fernbedienung einstellen. Die erste Stufe ist bei 850 Watt, die zweite bei 1650 und die dritte bei 2500 Watt. Hat man das Gerät dann auf dem Teleskopstativ angebracht, kann man dieses dann auf Höhen von 1,10 Meter bis 1,65 Meter einstellen und es auch noch in der Höhe nach oben oder nach unten oder nach links oder rechts neigen. Das Stativ an sich ist natürlich auch um 360 Grad drehbar und bietet uns somit eine umfassende individuelle Einstellung der Heizzone. Neben einer LED-Anzeige am Gerät selbst, die uns, wie schon beim zuerst vorgestellten Gerät, die aktuelle Stufe und Heiztemperatur anzeigt, besitzt das Gerät auch noch einen integrierten Timer, den man mittels der Fernbedienung einstellen kann. Man kann hier also ganz bestimmt einstellen, wie lange das Gerät laufen soll, bis es sich automatisch abschaltet oder wann es sich nach dem eigenen Wunsch einschalten soll. Nach dem Teleskopstativ unserer Meinung nach die wichtigste Funktion des Kesser-Heizstrahlers. Besonders gut gefällt uns auch, dass wir hier beim Kesser-Heizstrahler zwischen drei verschiedenen Varianten wieder wählen können: Weiß, Silber oder Schwarz, und dass im Lieferumfang sogar auch noch eine Schutzhülle für das Gerät inklusive ist. Wie wir finden, eine sehr, sehr gute Alternative zu herkömmlichen Standheizstrahlern, die sowohl für Terrasse, Balkon oder auch den Innenbereich super geeignet ist. Mehr Infos zu diesem Terrassenheizstrahler unter dem zweiten Link in der Videobeschreibung. Schauen wir uns aber nochmal das dritte und letzte Modell aus diesem Vergleich an. Und hier handelt es sich um den Deckenheizstrahler von Aktobis. Dieser ist mit seinen maximal 2000 Watt von der Leistung her das schwächste Gerät aus diesem Vergleich auf Amazon, aber trotzdem der absolute Bestseller. Das Gerät muss auch gar nicht unbedingt so leistungsstark sein, weil hier die Wärme bei diesem Gerät nämlich von oben kommt und direkt über der zu heizenden Zone platziert, ist die Wärme, da sie von oben direkt nach unten gestrahlt wird, ziemlich gut zu erkennen, und das sowohl in der
der ersten Stufe mit 1000 Watt als auch in der zweitmöglichen Stufe mit 2000 Watt. Das Gerät ist vor allem für den Außenbereich natürlich geeignet. So besitzt es auch einen Schutz gegen Fremdkörper sowie gegen Spritzwasser. Mit dabei ist hier natürlich auch wieder eine Fernbedienung, die ziemlich simpel gehalten ist und wirklich nur dafür da ist, das Gerät ein- oder auszuschalten. Der Hersteller und auch viele Kundenmeinungen bestätigen, dass es sich bei dem Modell vor allem auch um ein sehr, sehr robustes und langlebiges Modell handelt. So ist es ziemlich gut verarbeitet und trotz damit Wind und Wetter und das wirklich über einen langen Zeitraum. Persönlich nicht unser Favorit, aber wir wollten euch diese Lampe nochmal vorstellen. Vielleicht ist es für euch ja auch in eurem Balkon oder bei eurer Terrasse einfach viel, viel sinnvoller, Deckenheizstrahler aufzuhängen, weil ihr beispielsweise auf dem Boden keinen Platz für einen Standheizstrahler habt. Sollte es doch aber doch ein Standheizstrahler sein, würden wir persönlich ganz klar zum Kessam-Modell tendieren, weil wir hier einfach viel mehr Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen haben. Wer von der Optik her und auch vom Element des Platzsparens eher zum Standheizstrahler tendiert, der kann mal das Wassernagel Gerät, das wir euch zuerst vorgestellt haben, unter dem ersten Link in der Videobeschreibung auschecken. Ansonsten hoffen wir, dass euch dieser Vergleich weiterhelfen konnte und ihr nun etwas besser wisst, welches Gerät am besten für euch geeignet ist.